Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Dennis Kempe, Glückwunsch zum Aufstieg. Jetzt ist es soweit. Wie fühlt man sich? Ja, unbeschreiblich. Also ich denke mal, die ganze Mannschaft ist auch erleichtert jetzt, dass wir unser Ziel erreicht haben. Klar, die anderen Ergebnisse haben ein bisschen mitgespielt, aber ist im Endeffekt uns jetzt natürlich egal. Du hast schon einiges an Flüssigkeit abbekommen. Der Bart ist noch dran. Wann kommt er ab? Ja, ich glaube, jetzt ist erstmal in den nächsten zwei Tagen nicht so viel Zeit, da ist das dann egal. Ich glaube, wird jetzt erstmal ein bisschen gefeiert hier in der ganzen Region. Und ich glaube, ganz Karlsruhe ist heute unterwegs heute Abend und das wollen wir natürlich auch als Mannschaft nutzen. Wird gefeiert, ganz klar. Gibt es schon einen Plan? Nö, wir haben nichts geplant, das wird spontan gemacht und ich glaube, spontane Feiern sind immer das Schönste und da werden wir gleich mit anfangen. Alles klar, danke. Wirklich, einfache Frage. Okay. Glückwunsch zum Aufstieg, Kuhn. Die Sektflasche schon in der Hand. Wie fühlt man sich? Ja, gut, super. Ich glaube, wir müssen nicht so viel über unser Spiel von heute reden, aber ja, das ist super. Hier haben wir das ganze Jahr vorgearbeitet und das war unser Ziel. Und wenn du dann dein Ziel erreicht, ja, super. Ich glaube, nicht nur für die Mannschaft, für alle Leute, die hier arbeiten, von Trainer bis die Waschfrau und für alle Fans ist ganz wichtig, dass wir nächstes Jahr wieder zweite Liga spielen. Und ja, wir sind froh, dass wir das erreicht haben. Und ja, ich glaube, jetzt müssen wir nur genießen und mit allen feiern. Du hast schon einiges abbekommen. Wie geht es jetzt weiter mit dem Feiern? Ja, gut. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten keinen Plan gemacht. So, wir sollen mal sehen. Ich glaube, Hauptsache ist, dass Alkohol da ist und dann kommt alles gut. Okay. Danke. Okay. Oliver Kreuzer, war eine harte, eine lange Saison. Am Ende jetzt der Aufstieg. Wie fühlst du dich? Ja, unglaublich gut, ist ja klar. Es war eine lange Reise bis zum heutigen Ziel. Wir wollten unbedingt den sofortigen Wiederaufstieg. Wir sind dann etwas beschwerlich in die Runde gestartet, haben uns dann doch zum Glück gefangen und mit einer unglaublichen Serie uns da auf die Aufstiegsplätze katapultiert und sind dann in der Rückrunde unseren Weg weitergegangen. Und ja, bis zum heutigen Tag haben wir eigentlich das Rennen offen gelassen, beziehungsweise ist ja unglaublich, wenn man mit 75 Punkten an einen Spieltag vor Ende noch nicht aufgestiegen ist, aber die Mannschaft hat sich das verdient. Das war überragend und ein großes Kompliment. Der Anzug hat großen Schaden genommen. Wer war der Übeltäter? Ich glaube, ja, es waren einige Übeltäter. Der erste war Ollishausen und dann ging es gerade so weiter. Das ist also Bier und Champagner und was weiß ich noch. Aber verzeihlich bei so einem Erfolg. Ja, mit dem einen oder anderen Spieler werde ich mal knallhart reden, dann Spaß beiseite. Logisch, das gehört dazu. Wie geht es jetzt heute weiter mit den Feierlichkeiten? Ja, wir haben wirklich nichts geplant, aber so wie ich unsere Jungs kenne, haben die schon etwas geplant und mal schauen. Trainerteam, Präsidium, Mannschaft, irgendwo machen wir einen schönen Abend. Gut. Vielen Dank. Alles klar. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.